Hi, in diesem Video geht es mal um Videoschnitt und da stelle ich euch die meiner Meinung nach wohl besten Programme vor, die ich jetzt so kenne. Na, stimmt nicht ganz, ich kenne noch Avid, damit habe ich auch mal geschnitten eine Zeit lang. Aber mir zu viel mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich habe mich jetzt für zwei andere Profi-Programme entschieden. Und eins ist von Adobe und eins ist von Blackmagic. Beide werden in Kinoproduktionen eingesetzt. Also wenn euch das nicht reichen sollte, dann macht ihr was falsch, glaube ich. Denn wenn damit ein George Lucas irgendwie arbeitet dann und damit klarkommt, oder beziehungsweise das Studio von ihm, dann denke ich mal, sollte der normale 0815-Anwender damit allemal klarkommen mit der Software hier, die ich euch jetzt vorstelle. Also, okay, gehen wir mal halt auf die einzelnen Programme ein. Das wäre hier einmal halt ganz kurz angerissen, der Adobe Media Encoder. Das ist ein reiner Encoder, damit wandle ich von einem Format in ein anderes Format um. Und das kriegt man über einen Trick. Man lädt sich hier die Adobe Creative Cloud als Installer runter. Bei Adobe natürlich, muss sich dafür anmelden. Kostet aber nichts. Und dann kriegt man halt... zum Beispiel lädt man runter sich After Effects, tolle Effektsoftware, damit wird auch unheimlich viel gemacht im Kinobereich, ist aber auch ein bisschen schwerer zu bedienen halt, aber lädt man zum Beispiel runter und automatisch kriegt man mitgeliefert halt bei dieser Software halt hier den Media Encoder, macht ja sonst auch keinen Sinn, man muss das Ganze ja auch schnell ausgeben können. After Effects läuft nach einer gewissen Zeit ab, der Media Encoder bleibt aber bestehen, der läuft nicht ab. Hiermit habt ihr ein Umwandelprogramm, absoluter Profi-Güte, mehr als diese Software braucht ihr bestimmt nicht mehr. Ganz kleiner Gag noch nebenbei, dieser Adobe Character Animator, ich scheint es auch umsonst zu sein, ich habe mal ein bisschen rumgetestet damit halt, lustige Software, damit kann man halt so wie die Simpsons ziemlich praktisch oder relativ leicht wohl erstellen. Sah ganz süß aus, aber ihr braucht, um diese Software wirklich benutzen zu können, braucht ihr eigentlich Photoshop, ansonsten passiert da nicht viel. Aber gut. Diese Software ist halt wie gesagt umsonst, ein Konvertierungsprogramm. Ich reiße das jetzt mal ganz kurz hier, weil das ist auch jetzt nicht gerade allzu schwierig und viel mehr als konvertieren geht da auch nicht. Wählt also hier mit Plus eine Datei aus, sagen wir das jetzt mal hier. Ihr könnt auch ganze Ordner angeben, halt, die werden dann halt in einer Art Batch-Prozessor nach und nach verarbeitet dann halt. Ihr gebt hier als Format noch ein Format an. Könnt ihr selber euch eins erstellen oder auswählen aus einer riesen Liste hier. Vorgegeben halt, sind natürlich auch hier schon mal die Formate. Ihr könnt also auch Bildsequenzen ausgeben, also das ganze Video als JPEG zum Beispiel halt mit tausenden von Bildern. Ihr habt hier die Möglichkeiten halt MPEG 2, H264, GoPro, USB auszugeben. Natürlich auch DVD-Format, Blu-ray, für Geräte, Apple, Android und so weiter und so fort. Eigentlich alles. Also hiermit könnt ihr umwandeln in YouTube-Format, Twitter, Facebook. Wie gesagt, das ist ein reiner Konverter hier. Wenn ihr die Dateien ausgewählt habt, sagt ihr noch, wohin das Ganze soll. Also hier draufklicken und dann als Ordner angeben, wohin das Ganze soll. Und dann geht ihr auf dem grünen Pfeil und dann wird das Ganze hier konvertiert in das Format, was ihr haben möchtet. Lädt auch jedes Format rein. Klar, Adobe kennt sich mit den Formaten relativ gut aus, frisst also von jeder Kamera die Software, die Videoformate und kommentiert die dann in das Format, das man haben möchte und das sehr schnell und in einer Top-Qualität. Hier haben wir gutes. Sehr gut. Kommen wir dann zum eigentlichen Videoschnittprogramm. Da behandelt sich unter DaVinci Resolve, wird vielleicht einigen Leuten schon Name oder bekannt sein halt und vor allem wird die Firma Blackmagic einigen Leuten schon bekannt sein. Das ist ein absolutes Top-Videoschnittprogramm. Mal kurz gestartet hier. Je nachdem, wann das seht, halt ist vielleicht die Version schon auch ein bisschen weiter als 12.5. Okay, legen wir ein Projekt an. Könnt auch hier draufklicken, einfach ich lege mal jetzt ein Programm an, Projekt an, dann kann ich dem auch einen Namen geben. Also Video Test. So, Create. Habe ich meinem Projekt jetzt auch einen Namen gegeben. Ihr müsst immer hier unter Preferences müsst ihr hier bei Media Storage angeben, wo denn nach Videofiles gesucht werden soll.
Er hat den Vorteil, dass ihr nicht so ein Chaos hier habt, hier vielleicht noch den Ordner halt, Spiele und sowas halt, sondern wirklich nur die Ordner, die ihr wirklich benötigt. Ich habe es an dem Desktop, weil ich meistens irgendwie SD-Karten, die ich in Kameras habe, auf dem Desktop ablege, beziehungsweise im Unterordner, aber die habe ich hier dann automatisch mit hier drin. Und den Ordner Video habe ich nochmal angegeben hier. Mit Add einfach könnt ihr zupacken oder auch löschen die ganzen Sachen halt, die Ordner, die ihr nicht braucht hier. Einmal gemacht und gut. Dann habt ihr die Ordner hier in dem. Müsst ihr mal auf Mediastore gehen hier dafür, damit ihr dann auch seht. Immer hier auf der Seitenleiste. Jetzt habe ich hier meine Ordner. Gehe mal hier rein. Lad mal ein Intro. Windows Tipps passt gerade. Ja, das Format noch an. Gehen wir weiter raus. Gehen wir hier auf ein anderes Video. Gehen wir mal auf das hier. Ja, nee, das habe ich glaube ich schon gelöscht, weil es so scheiße war. Die Nikon D800 ist immer ganz gut. So, packen wir die da rein. Jetzt habe ich das hier schon abgelegt, halt die Datei, die ich benutzen möchte, meine Medien. Jetzt kann ich auf Edit gehen. Ich kann mir die auch vorher angucken. Erstmal hier, kann man durchspulen, das Ganze hier mal angucken, halt gucken, wie der Ton denn ist. Hier auch nochmal durchgucken, kurz halt, wie das denn aussieht. Gut, wir müssen wieder auf Mediapool gehen hier. Man zieht da die Sachen, die ihr haben möchtet, hier rein. Das mal ein bisschen anders hier, das stört mich gerade. Kann das weiter runterziehen? Na, das Maximum schon. Dann habt ihr eure Videodatei, die erste hier drin. Noch ein zweites wieder hinterher schieben direkt auch. Zack. Und dann habt ihr die Dateien beide drin hier. Ein bisschen rauszoomen, damit ich da nicht so viel Platz brauche. Gut. Mal auf Start jetzt hier und ja genau, ihr könntet auch gleich jetzt mal ganz groben Übergang machen, indem hier oben in dem Videobereich habt ihr immer hier so ein Kästchen, könnt ihr so ein Einfäden ablegen drin. Und ich jetzt starte, kommt dann gleich Schnitt habt ihr natürlich auch mit der Rasierklinge hier. Könnt ihr zum Beispiel Sachen rauscutten. Ihr solltet achten, dass das hier angeschaltet ist, damit ihr auch gleich den Sound mit rausschneidet. Das ist der Bereich hier. Sonst würde nur das Video geschnitten werden oder nur der Sound. Ich mache jetzt einfach hier das ist an. Jetzt mache ich hier einen Schnitt und dahinter noch einen Schnitt. Und dann habt ihr den Bereich hier ausgewählt oder ausgeschnitten. Jetzt kann ich den hier auswählen mit dem Zeiger hier und kann den entfernen mit der Entferntaste. Und hat das Stück rausgeschnitten. Hier hinten könnt ihr auch cutten. Ihr könnt jetzt einfach eine Spur noch oben drüber legen hier. So ein bisschen Platz schaffen. Je nachdem, welchen Monitor ihr habt, könnte es so ein bisschen schnell enger werden, auch schnell. Legt ihr noch eine Spur neu an. Add Track. Könnt ihr jetzt hier eine Spur noch oben drauf packen. Und so weiter und so fort. Ihr habt im Schnittprogramm halt jetzt zu erklären, das würde zu weit gehen, das Ganze. Aber ihr seht schon, hier habt ihr eine Masse an Möglichkeiten. Wenn ihr euch die Befehle ja nur anguckt, dann werdet ihr sehen, dass hier eigentlich alles mitgeht. Also es ist richtig fett und Wahnsinn, das Ganze. Gut, wenn ihr das dann gemacht habt, euren Schnitt hier oder eure Clips richtig engagiert habt und geschnitten habt, wie ihr die haben wollt, dann könnt ihr nur auf Color gehen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, eure einzelnen Clips farb zu korrigieren. Ich sage mal jetzt hier ein bisschen mehr Blau rein. Und gut ist. Damit habt ihr wirklich die absolute Mega-Möglichkeit, Farbkorrekturen vorzunehmen. Ihr könnt hier im Video so ziemlich alles korrigieren, halt, was Farben hat. Nicht nur jetzt mit der Palette hier, ihr könnt nochmal umschalten hier und habt dann nochmal den Farbkreis. Ihr könnt jetzt auch hingehen und zum Beispiel sagen, gehen wir hier drauf, genau, mir gefällt jetzt hier an dem jetzt, ich kann mit dem Mausrad hier reinzoomen, gefällt jetzt die Farbgebung hier nicht besonders gut, der sieht aus wie eine Rothaut, passt mir jetzt auch nicht so ganz, dann stelle ich mal das Ganze wieder ein bisschen runter hier. Zum Beispiel könnte ich jetzt den hier mal die Farbe Rot so ein bisschen klauen. Ist natürlich ein bisschen subtiler machen und ist ein bisschen aufwendiger das Ganze. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurücksetze, dann ist das ein rotes Hemd, stimmt nicht so ganz. Ziehe es mal rot hier raus und müsst ihr ein bisschen gucken, dass das jetzt nicht irgendwann ins Grüne verschwimmt, das Ganze, und dann habt ihr wieder eine normale Farbe.
Ihr habt auch die Möglichkeiten, generell Helligkeiten und sowas verändern nochmal. Ja, ein bisschen den Hintergrund abdunkeln zum Beispiel. Was ihr auch machen könnt, hier habt ihr nochmal eine extra Reihe. Ihr könnt den Kontrast anheben zum Beispiel. Finde ich meist, ist immer ein bisschen schwierig, Kontraste anzuheben. Könnte beim Video doch mal ein bisschen ins Auge gehen. Was ich aber ganz gut finde, wenn ihr hier auf 2 geht, dann habt ihr hier mitten Kontrast. Und das ist so eine Art Schärfefunktion. Ich gehe mal irgendwo drauf. Kommt hier nicht ganz so gut rüber halt, aber ihr könnt ja sehen, da kommen Strukturen wieder zum Vorschein. Das sind so kleine Mittenkontraste. Das wirkt sich wie eine Schärfefunktion aus, ist aber eigentlich jetzt nicht unbedingt eine richtige Schärfefunktion halt. Die habt ihr in der Software auch eingebaut. Könnt ihr über diesen Blur-Regler, könnt ihr hier nicht nur sagen, unscharf machen. Geht natürlich auch. Oder das Gegenteil wäre jetzt hier schärfer. Aber ihr habt ja auch dann, ich gehe mal wieder zurück. Ihr habt ihr aber auch dann die reine Schärfefunktion drin. Ich finde das, wenn man damit subtil arbeitet, okay, ansonsten geht das mir doch ein bisschen zu weit mit der Schärfe. Ich nehme den Mittenkontrast lieber halt, diese ND-Funktion hier, um zu schärfen, das gefällt mir doch bei weitem besser. Hier habt ihr übrigens einen Überblick gehört, könnt ihr zum Beispiel sagen, hier der Rotbereich ist jetzt hier wieder schon zu schwach eigentlich. Das liegt daran, der ist extrem rot beleuchtet worden, der Gitarrist jetzt hier halt, der Typ, der die Lampen aufgehangen hat, ja, der sagte ja, die Leute werden geblendet, ja gut, aber wenn ihr ein Video haben möchtet, Jungs, sorry, dann brauche ich Licht, eine Videokamera nimmt nun mal Licht auf und wenn dann die Lampe hier auf dem Bauch ist, ist das nicht so optimal. Ich könnte jetzt hingehen und ihr habt hier die Möglichkeit, hier ein Tracking, habt ihr ein. Also da könnt ihr zum Beispiel Gesichter verfolgen lassen. Ich könnte jetzt sagen, jetzt verfolge das Gesicht und dann korrigiere ich nur das Gesicht nochmal ein bisschen heller und nehme da die Farbe nochmal extra raus. Das ist so ein Schweineaufwand für jede Szene halt und das sind eine Menge, dass ich das jetzt nicht machen werde. Ich werde das grob korrigieren und gut ist. Besser wäre natürlich halt, wenn man von vornherein halt die Lampen so aufhängt, dass es auch Sinn macht. Aber okay. Aber ihr seht schon, hier habt ihr Korrekturmöglichkeiten ohne Ende. Ihr habt auch eine Entwacklungsfunktion drin. Ein Tracker, wie ich gerade schon erklärt habe, der einfach Gesichter verfolgt oder irgendetwas anderes. Absoluter Wahnsinn. Das im Einzelnen erklären wäre jetzt einfach zu viel des Guten. Ich habe nochmal Sachen, die ihr einfügen könnt, Effekte. Was auch noch sehr interessant ist, das ganze Ebene arbeitet wie bei Photoshop mit Ebenen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Farbkorrekturebene gehabt. Jetzt mache ich eine zweite Ebene dazu. Add Note. Ja. Korrektor. Und könnt ihr jetzt sie verbinden halt mit dem Kasten jetzt hier das Ganze nochmal so. Und könnt jetzt auf der Ebene jetzt arbeiten und könnt jetzt zum Beispiel nur hier Schärfe machen und hier nur Farbkorrekturen. Also halt, ich könnte im Nachhinein kann ich dann immer hingehen und sagen, ah, die Farben will ich jetzt nur raus haben, will aber jetzt nicht die ganze Schärfefunktion auch nochmal bearbeiten und verändern und darauf Einfluss nehmen. Also, ihr seht schon, massig. Wenn ihr es jetzt gemacht habt, Farbkorrektur gemacht habt, den Schnitt gemacht habt, dann könnt ihr hier auf Deliver gehen und könnt das Ganze dann halt in Formaten ausgeben, wie zum Beispiel jetzt hier YouTube. Ich gehe mal hier runter, 720p ist ein bisschen blöd, 1080p, also Full HD, das Ganze. Ihr könnt, dann habt ihr jetzt schon vorgegeben, die Vorgaben für YouTube optimal sind. Ihr könnt auch nochmal überschreiben Sachen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, halt linear PCM, Audio möchte ich nicht haben, ich möchte AAC haben. Dann wird die Datei noch ein bisschen kleiner. Macht jetzt nicht viel Sinn, aber könntet ihr. Genauso wie ihr das bei Video auch machen könntet. Ihr könnt jetzt hier nochmal angeben, halt, wie der Dateiname sein soll. Unterordner könnt ihr noch anlegen, wo das dann reingepackt werden soll, für ein bisschen mehr Ordnung im Dateisystem. Und wenn ihr damit soweit fertig seid, geht ihr auf Add Queue. Dann sagt er noch, wohin das Ganze soll. Ja, ich sage jetzt mal Video fertig hier. Und habt ihr dann euren Job hier angelegt. Und diesen Job könnt ihr mit Start Render dann einfach starten. Dann wird das Ganze hier konvertiert in euer ausgewähltes Format. Und ihr habt ein fertiges Video. Also, diese Software hier im Einzelnen mal kurz zu erklären, geht einfach nicht. Dafür müsst ihr euch Zeit nehmen. Aber wenn ihr euch beschränkt auf die wichtigsten Sachen erstmal und nach dann neue Funktionen kennenlernt, werdet ihr hiermit bestimmt klarkommen. Ja, die Einarbeitung war jetzt nicht die Welt. Ich habe dafür auch nicht sehr lange gebraucht für die meisten Sachen. Ich kenne mich damit bei weitem noch nicht 100% aus, aber für den Schnittalltag, den ich so habe hier bei YouTube-Videos, reicht das mir vollkommen aus. Ich mache da auch nicht so viel Heckmeck. Ich könnte noch viel mehr in die Tiefe gehen, für mich selber auch. Aber mir reicht das so. Damit ist man relativ schnell dabei. Und man lernt wahrscheinlich über die Zeit immer wieder neue Funktionen kennen halt. Und es gibt ja, wie ich gerade schon gesagt habe,
tonnenweise Videos bei YouTube mit Lehrbeispielen. Schaut ihr es an, dann werdet ihr da bestimmt noch den einen oder anderen Kniff kennenlernen, halt, der super toll ist. Okay, gehen wir hier mal raus, denn ich werde zumindest mal löschen, das Projekt, das will ich gar nicht haben. So, gehen wir hier mal raus, quit. Don't save, brauche ich nicht. Gehen wir mal auf die Seiten halt, wo ihr die Software runterladen könnt. Ich habe hier mal DaVinci Resolve ausgewählt. Ich werde die natürlich auch unter dem Video verlinken nochmal das Ganze, dann braucht ihr nur draufklicken. Ich gehe jetzt mal auf die Seite hier von DaVinci. Füge das mal hier ein. Dann sind wir hier auf Blackmagic. Ihr seht halt eine Software, halt, die für Studios gemacht ist. Damit sind wirklich Kinoproduktionen gestellt worden und Fernsehproduktionen. Hier auf der Seite findet ihr direkt nochmal halt erste Schritte-Videos, Schnittvideos, Multicam-Schnittvideos und Farbkorrektur-Videos. Also wie geht's, was geht damit? Hier nochmal, was gibt Neues, neue Funktionen, die eingefügt wurden in der jetzt aktuellen 12.5er-Version hier. Dann nochmal auf Schnittsystem, die könnt ihr dann kaufen. Sehr günstig für 100.000 oder so, keine Ahnung. Nochmal Informationen, Informationen, Informationen. Und dann hier der Unterschied zwischen der Software, die ihr kriegt, umsonst für Mac und OS, Windows und Linux und die Version, die ihr kaufen könnt. Und der Unterschied ist eigentlich nur, hier habt ihr in der 1000-Euro-Version die Möglichkeit, erstmal, ihr habt eine Rauschreduzierungsfunktion eingebaut. DaVinci Resolve frisst Plugins. Also wenn ihr irgendwelche Plugins haben solltet für Rauschreduzierung, dann könnt ihr die auch einfach einfügen halt hier. Einfach nur mal installieren, die Plugins, die werden von DaVinci Resolve selber gefunden. Ihr müsst also die Rauschreduzierung von DaVinci nicht benutzen. Die wäre jetzt in dem Fall bei dir nicht dabei. Das ist ein Manko. Dann habt ihr hier kein HDR-Grading. Falls ihr also zufällig eine Red Studio Kamera haben solltet für 30.000 Euro, okay, dann würde ich mir vielleicht doch das Ding hier kaufen. Falls ihr die nicht haben solltet, nur so ein billiges Kämmerchen für 1,5 oder sowas halt, dann könnt ihr mit der Funktion sowieso nicht viel anfangen. Dann braucht ihr das hier auch nicht. Gut, die anderen Sachen, die hier eingeschränkt sind, die sind eigentlich gar nicht bemerkbar. Dadurch habt ihr keinerlei Nachteile. 4K Mastering stimmt so auch wieder nicht hier halt. Ich habe hier auch 4K-Material schon geladen. Das hat wohl was anderes mit der Aufsicherheit. Ihr könnt, glaube ich, hier bestimmte 4K-Funktionen nicht nutzen. Ist mir selber noch nicht aufgefallen halt. Gut. Das wäre jetzt das Manko im Vergleich zu bei der Version jetzt hier im Vergleich zu der Vorversion halt. Ich denke mal halt, jeder wird mit der Version hier komplett auskommen. Da fehlt gar nichts. Wie ihr seht, Ultra HD, HD und Ultra HD Projekte könnt ihr damit bearbeiten. Also mit dem 4K, was hier steht, weiß ich jetzt auch nicht genau. Hier werdet ihr nichts vermissen. Im Gegenteil, ihr werdet hier erstmal ziemlich erschlagen sein mit der Funktionsvielfalt. Deswegen halt nicht verwirren lassen. Du machst das, was ihr machen wollt, nämlich schneiden. Das ist relativ leicht. Und wenn ihr dann halt andere Funktionen entdeckt, dann könnt ihr die mal durchtesten. Es gibt auch genügend YouTube-Videos, die das wieder top erklären. Aber nicht erschlagen lassen. Eigentlich ist es gar nicht mal so wahnsinnig schwer, damit zu arbeiten. Okay, das war's dann auch schon wieder erstmal. Wie ihr Adobe-Software bekommt, müsstet ihr eigentlich schon selber wissen halt. Ihr tippt einfach mal hier ein, untersuchen Adobe halt und dann werdet ihr sehr schnell in der Adobe-Seite halt eure Möglichkeiten finden, die Testversion runterzuladen von After Effects zum Beispiel und dann ist der Encoder automatisch mit dabei und wenn sich After Effects nach einer Woche verabschiedet haben sollte, dann einfach deinstallieren After Effects und der Encoder bleibt. Okay, das war's dann auch wieder. Und ich wünsche viel Spaß beim Schneiden und Color Grading. Ciao.